So, grüß Gottli. Möchte heute ich einmal nach ca. 15 Wochen, in denen wir mit den Additiven schaffen, da möchte ich heute mal ein paar Feedbacks geben und ein paar Erfahrungen, die wir jetzt ja, gemacht haben. So 140, 145 Autos haben wir additiviert bisher, verschiedene Versionen. Und Feedback ist geil. Das macht richtig Spaß, mit den Produkten zu arbeiten. Additive. Ja, bisher war ich noch nie so begeistert eigentlich von Additive. Naja, Erfahrung fehlt. Der Wolfgang Ischner von Motor Vital, der versucht es natürlich schon länger. Den habe ich vor 12 Jahren mit Meguin auf dem Stützpunkthändlertreffen, habe ich den Wolfgang kennengelernt. Und in der Zwischenzeit, so 10 Jahren, möchte er nur noch das mit den Additiven. Lang hat es gebraucht, bis er mich quasi überredet. Ne, überredet hat er mich gar nicht, das stimmt gar nicht. Ich selber bin irgendwann, nachdem mir der Hanne in der Werkstatt so viele Problemfälle mit AGR verstopft, Partikelfilter verstopft, Einspritzdüse bzw. Injektoren. Man hat Probleme, unruhiger Motorlauf, der Diesel stinkt wie Sau. Ja, das ist alles immer ein bisschen mehrere daheim. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwelche Lösungen geben, ohne Teile auszutauschen, teure. Jeder, der schon einen Partikelfilter mal gewechselt hat oder einen Injektor oder Wechsel hat lassen, der weiß, dass da ruckzuck mal vierstellige Summe im Raum standet. Und ich wollte einfach eine Lösung finden, wo man keine Teile austauschen muss. Klar, wenn man bestimmt einen Grad der Verstopfung, da hilft noch nichts anderes mehr wie Teile tauschen. Aber ja, auf der Suche nach solchen Produkten scrolle ich mittwochs abends über Facebook. Und da hat der Wolfgang Eschner von Motor Vital, der mich jeden Mittwochabend mit der ein Live-Video, und da scrolle ich drüber und denke mir, ich trottel. Genau, habe ihn in der Freundesliste und habe mir mit ihm kurz geschlossen und habe ihm erzählt, was ich vorhab, was mir im Kopf rumschwirrt. Und da war eigentlich genau der Richtige dafür. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann ist der gekommen und hat die Produkte neu vorgestellt. Ich vergleiche die Produkte immer ein bisschen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich nehme Nahrungsergänzungsmittel schon seit über 10 Jahren, knappe 10 Jahre sind es jetzt. Und ja, warum nehme ich es? Weil ich einfach nicht mehr krank bin. Keine Erkältung mehr gehabt, 10 Jahre lang. Und das vergleiche ich ein bisschen mit den Sachen für das Auto. Was für Sachen gibt es und warum gibt man die rein? Fangen wir mal beim Benziner, da die sagen, oh, was dreht sich hauptsächlich um eine gescheite Verbrennung? Sprich, vergleichen wir es mal wieder mit dem Körper. Wenn dein Darm gescheit funktioniert und der gesund ist, dann ist der Rest vom Kerle oder vom Mädel normal auch gesund. Und wenn wir jetzt das Kraftstoffsystem, Alter, ein Wort, Kraftstoffsystem, das ein bisschen als Darm sieht, dann kehrt das eigentlich gereinigt. Wie gesagt, bei den Benziner fangen wir an. Das ist Benzin, ne? Benzinadditiv. Das geben wir in den Tank in einer bestimmten Dosierung. Beim ersten Mal die Werkstattbefüllung, ein wenig, die Dosierung ein wenig stärker wie nachher im normalen Betrieb. Was steht drauf? Weniger Reibung, mehr Leistung, reduziert Verschleiß, bringt volle Motorleistung, spart Kraftstoff, reinigt das Kraftstoffsystem, schützt vor Korrosion. Wenn deine Einspritzdüse nämlich gescheit vernebelt, dann hast du keine gescheite Verbrennung. Das heißt, es setzen sich Partikel ab im Abgassystem und im Motorraum natürlich überall. Und man kann ja nicht geschwind eine Einspritzdüse rausbauen, angucken, wieder einbauen. Nämlich bei der Gelegenheit kann es sein, dass die Einspritzdüse Injektor abbricht. So, jetzt war es ja der Pro. Scheiße. Ja, da ist das Risiko da, dass die Einspritzdüse abbricht oder der Injektor beim Ausbau. Und dann gibt es schon Spezialwerkzeug, um das noch wieder rauszufummeln, der Rest. Aber wenn es dumm läuft, muss der Zylinderkopf raus.
Und das braucht eigentlich keine Sau. Genau, wie gesagt, und mit den Mitteln, jetzt beim Benziner, beim Diesel, reinigst du die Einspritzdüse vorne, und wenn du eine saubere Verbrennung hast, oder eine saubere Einspritzdüse, die gescheit vernebelt, dann hast du auch eine gescheite Verbrennung, dann halten sich die Verdreckungen, Verkogungen in Grenzen, und das Auto wird in die Richtung keine Probleme kriegen. Parallel dazu tut man immer zusammen rein, die Lennerbeschichtung von der Motorinne. Draufstehen tut auf Basis der Nanotechnologie entsteht eine molekulare Innenbeschichtung des Motors zur Reduzierung von Verschleiß und Reibung. Nanotech Motoröladditiv Premium härtet auf chemischem Weg die Metalloberflächen überall da, wo Druck und Hitze herrschen. Also, wenn ihr das drinnen nach 20 Minuten, merkt ihr schon, dass der Motor ruhiger läuft, dass er weniger Vibrationen hat. Und das spürt ihr nicht bloß, sondern das kann man auch messen. Wenn man vor der Aktion das Handy auf den Motor legt mit der Vibrations-App und das natürlich danach, dann kann man da den Unterschied sehen, dass er weniger Vibrationen hat. Und das ist nicht nur spürbar, sondern auch messbar für die, die es nicht spüren, weil... der, der es nicht spürt, ein Gruß vom Wolfgang, der so schnellstens ins Krankenhaus und sich untersucht, also da stimmt irgendwas nicht. Ja, das war Benziner. Was können wir beim Benziner noch tun? Natürlich wie beim Diesel, eine Motorinnenreinigung. Und das habe ich ein wenig aufgeteilt in eine kleine und eine große Motorinnenreinigung. Vergleichen wir es wieder mit dem Körper. Stehst du morgens auch nicht bloß auf, spuckst deinen schlechten Geschmack oder deine Spucke ins Waschbecken und das war's. Sprich, das vergleiche ich mit dem Ölwechsel. Zähputzen steht da. Und wenn man Zäh putzt, das vergleiche ich mit der kleinen Motorinnenreinigung. Da kommt anhand der Motorenölmenge, 200 ml auf 1 Liter Motoröl kommt von dem Motorinnenreiniger und Motor, und dann lassen wir den bei 2000 Umdrehungen eine Stunde laufen. In der Zeit löst er Verkogungen, Verdreckungen im Motor. Drauf stand er dort. Zur Auflösung von Ablagerung im gesamten Ölkreislauf. Also der löst es nicht ab, dass Breckel rumfliegt, sondern der löst es auf. Gibt Ihrem Motor alte Vitalität zurück, zur Sicherheit der Ölversorgung, zum Schutz vor Motorschäden, geeignet für alle Auto- und Dieselmotoren. Wie gesagt, das vergleiche ich ein bisschen mit Zähputzen. Knapp 100 Euro kostet es dann mehr zum Ölwechsel dazu. Das vergleiche ich ein wenig mit Zähputzen. Und die große Motorinnenreinigung, das vergleiche ich ein wenig, wenn du beim Zahnarzt bist, mit Zahnsteinentfernung. Und zwar, indem man da für den Tank maximal so 10-15 Liter sein. Eigentlich beim Benzin, Benzinsystemreiniger kommt in der Tank. Beim Diesel natürlich der Diesel-Systemreiniger. Man kommen 3 Liter. Scheißbein. Also, 3 Liter genau, kommt auf 10 bis 15 Liter Benzin. Beim Diesel eigentlich das gleiche. Da darf auch bloß 10, 15 Liter im Tank sein. Und dann kommen 3 Liter Systemreiniger dazu. Und dann läuft der Motor eine Stunde bei 2000 Umdrehungen. Dann machen wir ihn aus und den Motorinnenreiniger rein. Mischung. Dosierung anhand von der Motorölmenge, und dann läuft er nochmal eine Stunde im Stand, bei 2000 Umdrehungen, nicht im Standgas, bei 2000. In den 2 Stunden könnte man einen AGR bzw. Vergaserreiniger einspritzen, und zwar den wir nach dem Luftmassenmesser, machen wir den Schlauch runter. Der läuft ja schon auf 2000, und dann haben wir die ganze Dose in 5 Sekunden Hübe. 10 Sekunden warten, 5 Sekunden Einspritzen, jagen wir die ganze Dose durch, und das reinigt das AGR. Das
Es geht eigentlich durch den Brennraum, die Additive verbrennen nicht und kommen zurück mit dem Abgas durch das AGR und säubern dort das AGR. Wenn das natürlich bloß nur so ein Lächeln offen ist, kann es sein, dass man das mit dem nicht mehr nachbringt. Die Chance ist aber da, irgendwann muss dann halt Teile austauschen. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und ja gut, jetzt müssen wir davor nicht ausbaut und danach ausbaut zum Gucken, aber Autos laufen vom Feinsten. So, also dann kommen wir mal zum Diesel. Das Diesel-Additiv in der Tank ist das da. Das ist auch ein bisschen teurer wie das für den Benziner. Aber wirkt auch Wunder, wie gesagt, Einspritzdüse, welches Thema, beziehungsweise beim Diesel noch fast wichtiger. Wenn es da nicht sauber vernebelt, deine Einspritzdüse, und keine gescheite Verbrennung hast, dann macht dein AGR, dein Partikelfilter, dein Brennraum, der wird komplett verkocht. Wenn ihr dann auch eine Kurzstrecke fahrt und das Ding nicht gescheit warm fahrt, gibt es verschiedene Hersteller, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, wo richtig Probleme machen. Wie gesagt, natürlich das, wenn wir in den Tank gehen, immer das Nano mit dem Motor, das gehört eigentlich immer ein bisschen zusammen. Und dann DPF-Schutz. Das Fläschchen kostet 30 Euro. Jeder, der schon einen Partikelfilter für 1000 oder 1500 tauschen hat lassen müssen, reißt mir das Ding aus den Händen. Wenn wir das reinkippen, da kommt 1 Milliliter auf 1 Liter Diesel. Und das ist auch bloß jede dritte, zweite oder dritte Tankfüllung. Was macht das Zeug? Das Zeug tut deine Rußpartikel ums Vielfache verkleinern bei der Verbrennung. Sprich, dein Partikelfilter braucht bloß nur 350 Grad, um zu regenerieren. Normal tut er das bei 55, 600 Grad. Da müssen eigentlich alle Parameter dazu stimmen, dass du überhaupt so eine Temperatur hochkriegst, dass er dann von der Leu regeneriert. Wie gesagt, das tut er bei 350 Grad, tut er das dann schon. Das tut er eigentlich dann immer. Sprich, wenn ihr ein neues Auto habt, das ist nicht bloß für alte Autos, ganz im Gegenteil, wenn ihr ein neues Auto habt und das gleich immer mit reinkippt und natürlich die andere Additive auch, weil wir in die Richtung nie Probleme haben. Ja, jetzt ruft mich schon teilweise die Werkstätte an, also zwei Ware jetzt, ob ich eigentlich noch ganz baff bin, mit den Produkten zu arbeiten. Klar haben wir in den letzten zwei Jahren einige Partikelfilter entweder reinigen lassen oder austauscht, so auch AGR-Ventile. Und ja, Partikelfilter, AGR-Ventil, Injektoren haben wir eigentlich schon einiges gewechselt. Seitdem wir das machen, habe ich keinen einzigen Partikelfilter und Injektor mehr gewechselt. Ja, da lachen mich manche aus, andere Werkstätten, ob ich kein Geld verdienen will. Natürlich will, muss ich ja Geld verdienen, tue das nein, bei den Produkten auch. So hart wie es für euch ist, da bleibt was hängen. Aber ja, meine, jeder muss einen Kühlschrank vollbringen. Es ist einfacher mit den Sachen und das Feedback von den Kunden, das macht so Spaß, wenn die das drin haben. Und ich sage auch zu jedem, ich will was hören, wenn er es spürt. Und die Freude und dass das Auto besser läuft und zu wissen, dass im Auto was Gutes zu haben, dass eventuelle Folgekosten dann nicht auftreten. Ja, das ist doch für den Autofahrer eine feine Sache. Ja, und für uns auch, wie gesagt, wenn ich einen Injektor tausche oder so, dann habe ich das Risiko, dass er abbricht und mit in die Mitte habe ich eigentlich gar kein Risiko. Weil der Wolfgang hat gesagt, wenn irgendein Problem wäre, was aufgrund der Mittel entstanden ist, dann gibt es eine Garantie, gar kein Thema. Macht er jetzt seit 10 Jahren und hat nicht ein einziger Garantiefall gehabt, wo gerade stand, hat müssen. So, jetzt gucke ich mal noch geschwind rein. Ja, die Motorinnenreinigung, genau, da täte ich jetzt gern die Firma MW Motorsport, hat mir Bilder geschickt vom komplett verkochten BMW-Motor. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Entweder schlechtes Öl oder
Anscheinend hat er alle Ölwechsel gemacht, wie sich's geht. Aber die Bilder blende jetzt ein. Und dann seht ihr, was die zwei Motorinnenreinigungen, also zwei große Motorinnenreinigungen sind an dem Motor gemacht worden. Plus jedes Mal ein Ölwechsel dazu, das sind wahrscheinlich auch bei 1500 Euro so circa. Aber was ist die Alternative? Auseinanderbauen mit dem Hämmerle und mit dem Mäusele die Verkorkungen wegklopfen, das kannst du gerade mal vergessen. Oder ein anderer Motor, aber da kommst du mit 1500 Euro nirgends nach. Und jetzt muss ich noch mal sagen, da hat man ja die Probleme schon. Und auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dass man die Produkte benutzt, bevor man ein Problem hat, weil dann kommen die Probleme ja auch nie. Weil wenn man den DPF-Schutz drin hat, macht der Partikelfilter nie Probleme. Wenn man Dieseladditiv oder das Benzinadditiv nein, den man deine Injektoren, deine Verbrennung, dein Verbrennraum, das was hinten ausgeht, ist alles so, wie es sich gehört. Und dann kommen die Probleme nicht. Und dann kann man Geld sparen. Hauptsächlich natürlich bei Autos, die prädestiniert sind für solche Schäden, sprich alle Kurzstreckenfahrzeuge. Und das sind ja gerade relativ viele, was man Lockdown etc. geht hin. Auch jetzt, wenn der Lockdown rum ist, haben viele das Bewegungsprofil, was für ein Auto einfach scheiße ist. Ja, oder bestimmte Hersteller. Also, der Walter. Sein Diesel, Audi, der ist gekommen, ausgelesen, Injektorschaden, 863 Euro. Oder mit den Baggerblasen, sagt er, nächsten Monat geht jetzt nicht. Und der Motor hat beim Standgas, hat er Aussetzer gehabt und morgens ist er schier angesprungen. An dem Tag, wo der Wolfgang vorbeigekommen ist von Motorvital und hat mir die Produkte vorgestellt, ist der Walter reingefahren und wollte mir den Auftrag geben. Und dann die draußen miteinander babbelt, die war im Büro hin. Und dann kommt der Wolfgang rein und sagt, du kriegst jetzt den Auftrag, da den Injektor zum Wechseln. Sag, ja, cool. Dann sagt er, darf ich es? Nein, gib mir mein Dieseladditiv. Dann sagt er, ja, gib neu. Dann sagt er, du kriegst den Auftrag, aber nicht mehr. Ja, jetzt. Dann sagt er, das Ding läuft noch mal über. Ich sage, also, gib neu. Dann hat er es neu gibt, Dosierung im Tank mit dem Dieseladditiv. Vital 100 hat er auf der ganzen Tank gemacht, dann ist der Walter gegangen, hat volltankt, ist 20 Minuten gefahren, hat natürlich auch das Nano-Additiv in der Motor gekriegt und nach 20 Minuten fährt er rein und ich gehe nach außen und der Motor schon keine Aussetzer mehr geht. Walter hat es nicht gefallen, dann sage ich, komm, jetzt gehen wir ein bisschen cool mit Injektor bestellen. Jetzt fährst du einfach mal noch und gibst Feedback, was da passiert ist und 3 Tage später ruft er an, sagt Oli. So gut ist mein Auto noch nie angesprochen, so gut ist er noch nie gelaufen. Danke, du hast mir 780 Euro gespart, weil das, was wir neu gekippt haben, hat 80 Euro gekostet. Sein Injektor hat mit Eibo 863 gekostet. Der war dankbar. Und ich denke, oh Gott, nein, ist das echt? Kann das echt sein? Dann sagt der Wolfgang, natürlich kann das sein. Sagt der laut Bosch sind 2% von den vermeintlich kaputten Injektoren, die zu Bosch zurückgeschickt werden, weil die muss ich ja mal im Austausch kaufen, die Dinger, und einen Pfand zahlen. Nur 2% sind kaputt, 98% sind bloß dreckig. Und der Kunde zahlt ja Schweinegeld für die neuen Dinger. Und die sind geil, hey. Ein Audi 80 haben wir da, geht zum Kundendienst. Dann sagt er, wenn ihr irgendwas da kennt, der springt schier nicht da morgens. Oder auch generell springt das Ding schier nicht da. Ja, natürlich, klar. Den Gott hat er gewechselt, alles schon gemacht. Kriegen wir, wenn das Additiv ins Nano rein kippt, dann kommen wir abends, dann sag ich, komm, hock rein, dreht der Schlüssel rum. Dann ist richtig gemerkt, wie er, okay, wie er reinhockt und sich aufs Irgendwas vorbereitet und wie er der Schlüssel rumdreht, bam, ist das Auto angesprochen. Hast du sein Gesicht, hast du gesehen, wie er verschrocken ist. Ich hätte mich weggeschmissen können. Ja, auch völlig begeistert. Dann, was haben wir noch? Der Moses mit seinem Sprinter. Sieht auch irgendwie, zieht nicht mehr gescheit, einen Haufen Kilometer natürlich. Und dann ist er da hinten gestanden bei mir, hat Räufer eingeladen. Wir haben das in den Motor gekippt, haben das Dieseladditiv in den Tank gekippt und haben die ganze Zeit, wo der Räufer eingereimt hat, haben im Standgaslauf gelassen.
Und dann fährt er einen weg, die Straße vorbei. Dann klingelt schon das Telefon, sagt er, ja, geht's noch? Was hast du mit meinem Bus gemacht? Hast du einen zweiten Turbo eingebaut? Das Ding läuft bis so und jetzt ist er natürlich noch eine Weile gefahren. Und ich glaube, der Sof, das zeigt, der holt alle Diesel Vital 100 Fläschchen nach dem anderen. Der sagt, Wahnsinn, wie das Ding zieht. Wo wir beim Sprinter sind, wollte ich als erstes sagen, an meinem Sprinter habe ich eine große Motorinnenreinigung gemacht. Die habe ich eigentlich bloß gemacht, um ein bisschen Erfahrung mit den Produkten zu sammeln. Und ich habe auch kein Problem gehabt. Aber habe dann die große Motorinnenreinigung gemacht, sprich eine Stunde bei 2000, dann war es im Motor, dann noch eine Stunde bei 2000. Und bin dann ein wenig Tanker gefahren und eine Runde gefahren, hab das nach dem Ölwechsel natürlich neu und das Dieseladditiv dann in den Tank. Und ja gut, war schon spritziger und ein bisschen ruhiger gewesen das Ganze, aber ich habe, wie gesagt, ein wenig mehr erwartet. Aber man muss ja auch immer warten, bis die Tankfüllung einmal durchblasen ist und hab dann zwei, drei Tage später einen Audi mit knapp 2 Tonnen auf den Hänger aufgeladen und hab den nach Böhmerkirch fahren müssen. Die Arlemmer da herum, die werden wissen, dass bei Böhmerkirch geht der Buckel auf und Lauterburg auf, haben wir schon gedacht, Alter, zieht das Ding. Und in Lauterburg bin ich jetzt gerade gekriegt, wo im PKW eigentlich schon im zweiten Gang dann auffährst, hat das Ding echt im dritten durchgerissen. Ich bin gefahren wie ein Arschloch, weil das Ding so geil gelaufen ist. Und dann sind wir 2, 3 Wochen später sind wir auf Hockenheim. Nahezu habe ich schon gemerkt, dass ich einiges weniger an Kraftstoff, an Diesel brauche und dass er zieht, wieso, aber da war ein Haufen Verkehr am Sonntagabend zurück zu uns. Also ich habe unterm Strich 1,1 Liter weniger gebraucht wie sonst und habe nicht einmal in vierter Gang zurückschalten müssen. Und das habe ich sonst immer an die Berge, vierter Gang zurück und drauf aufs Gas und der hat es jetzt im fünften durchgezogen, ich habe da jetzt vom Gas gegangen müssen. Ja, dass ich nicht über 80 komme. Mhm. Also ist echt brutal, wie sich das in meinem Sprinter ausgewirkt hat. Und nur wenn du selber etwas gespürt hast und dann deine Autos probiert hast, kannst du auch richtig nachstanden und dahinter standen. Und das kann ich jetzt. Ich bin so überzeugt von den Produkten. Machen wir weiter. Mein M5 habe ich natürlich neu gekippt. Der V10, wenn den morgens immer wegen angelassen hat, ist er dann gekommen und jetzt drücke ich aufs Näppli, ist er sofort da. Bei der Julia am 325er, der E30, haben wir eine Motorinnenreinigung gemacht. Die braucht jetzt auch gar kein Öl mehr. Und das Ding springt. Wie der Teufel. Einen Cayenne haben wir da gehabt, der parkt immer am Berg. Und dem kann eigentlich noch das Öl geflöten morgens, beziehungsweise ist es nicht da, wo es sein soll. Und dem haben wir es reingekippt. Der hat keine Akla mehr morgens, keine Rassel von der Steuerkette mehr. An meinem Driftauto haben wir es natürlich von Hockenheim reingekippt. Das spiele ich jetzt auch geschwind ein. Das habe ich bloß vor der Veranstaltung nicht veröffentlicht, weil wenn es. Also der Motor ist jetzt 14 Jahre, 150 Veranstaltungen in meinem Auto drin. Entschuldigung. Irgendwann lupft das Ding. Und wenn es das jetzt in Hockenheim da hätte, kurz nachdem ich das, die Additive hineingekippt hätte, dann könnte ich mir vorstellen, was für ein Geschwätz noch da gewesen wäre. Aber das war natürlich schuld, dass ich den dritten Platz gefahren habe. Ist klar, das könnte ich jetzt einspielen, wenn ich es nachbringe. Und mir den einmal in der Motor das Nano zeigst. Kippen mal. Nee, die Vibration ist bei dem. Könnten wir eigentlich die Vibrationen noch vorher und nachher messen? Ja, ist gut zäh, das Zeug. Und es legt sich über alle Bauteile. Der Miro TFSI-Motor ist glücklich, weil morgens zeigt jeder, der mir rasselt. Wohnmobil habe ich jetzt schon 3, 4 alte da gehabt, teilweise 70er Baujahr. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie die ruset und nagelt und beim Anlassen und alles weg. Die Dinger springen an einem Schlüssel rum, babam. Der eine, dem seiner, ist nämlich angesprungen, wenn er warm war. Pff, gar kein Problem mehr, springt auch kalt oder warm. Kein Nagel mehr und uns ruht auch nicht mehr so hinten aus. Viele von euch Dieselfahrer wissen, hauptsächlich die, die Kurzstrecke und die, die ihr Auto eher tragen, wie das es fahren und auch nicht einmal auf der Autobahn aufgehen und das Ding mal durchblasen.
Diesel, die stinken, das ist ja brutal. Jetzt stehen wir in Dorke, da ist eine halbe Stunde, nachdem das Auto schon fort war, ist in der Halle und im Hof hat es immer noch nach Diesel gestunken, aber so erwarte ich. Und wenn wir da mal die Additive hineinnehmen und das Ding mal gescheit durchblasen, dann hat man das auch im Griff. So, Yannick mit dem 323er. Der hat, glaube ich, einen Liter El auf 600 Kilometer im Durchblasen. Dann haben wir das 99 Motor, Benzin hinten rein. Und dann ist er schon 1200 Kilometer gefahren mit einem Liter El. Und jetzt haben wir, da wo der Ölwechsel angestanden ist, haben wir so eine kleine Motorinnenreinigung gemacht vor dem Ölwechsel. Und jetzt ist er, glaube ich, schon über 2000 Kilometer gefahren und hat noch keinen Viertel Liter El gebraucht. Aber wir haben auch ein 10W60 rein. Muss ich dazu sagen, dann braucht sie generell auch weniger. Also, was kennen wir noch? Oh, jetzt habe ich doch schon einiges. Das Video geht natürlich auch schon ein paar Minuten. Aber jetzt will ich noch was vorspielen. Vom Tommy. Tommy fährt dann TTRS, er weiß auch, was das Auto tut, wenn er fährt. Er ist früher auch Slalom gefahren und Rallye. Er hat ein paar geile Autos schon gehabt und jetzt hat er sich vor kurzem ein TTRS gekauft. Und er war vor ein paar Tagen da und haben die Sache ins Auto da und bloß einmal sein kurzes Feedback, weil das sage ich immer zu den Leuten, ich will ein Feedback, wenn sie was gespürt haben. Geben wir Bescheid. Ich habe so viel auf WhatsApp drauf, was ich jetzt vorspielen, vorlesen könnte, aber das springt der Rahmen. Aber das vom Tommy, das finde ich geil. Für den Motor und fürs Auto. Zu meinem TTRS, das ist ja ein Fünfzylinder, ist ja bekannt, dass der rumpelt und der Scheißebold, der läuft wie ein Sechszylinder. Das Tickern von den Injektoren ist jetzt ein leichtes Nähmaschinensurren. Also da davor war es wirklich so ein wie ein halber Diesel. Traumhaft. Der Motor klingt sofort nach dem Start. Ruhiger, gleichmäßiger. Du kennst das Auto. Jetzt bin ich ja, 150, knapp 200 Kilometer gefahren. Also Hammer. Ja. Und ich habe geguckt, du hast gestern mal so 50 Klicks. Also Daumen hoch habe ich schon gemacht auf YouTube. Ja, mehr brauche ich nicht dazu sagen. Ich glaube, ich bin durch. Geht ja auch schon lange nicht. Wie gesagt, wenn ihr Modelle unruhig läuft, der Diesel nagelt wie so, hauptsächlich morgens, wegen einem höheren Ölverbrauch hin, verdreckte Injektoren, das läuft einfach nicht gescheit. Kurzstreckenfahrzeuge, verdrecktes AGR-Partikelfilter, das merkt ihr meistens auch erst beim Auslesen. Erhöhter Kraftstoffverbrauch, Ruckeln beim Schalten oder Anfahren, Dieselabgase stinken extrem, Leistungsverlust, fehlende Kompression. Und wenn dein Getriebe ein bisschen senkt, aber das Schaltgetriebe, nicht das Automatikgetriebe, dann hätten wir was ein Nano ins Getriebe rein. Und wenn wir mit einem Mofa unterwegs sind, dann hätte ich auch was. Das habe ich bei mir aber noch nicht drin, weil ich es noch nicht angemeldet habe. Aber das passiert auch in Kürze. So, also, Leute, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Interesse habt, eurem Auto was Gutes zu tun, dann geht auf die Homepage Motor Vital oder kommt vorbei, gebt es selber rein oder kommt zu mir. Ein paar Tricks habe ich jetzt natürlich schon herausgefunden mit Mengen Dosierungen, wo ich weiß, das funktioniert nachher. Wenn ihr einfach was Gutes tun wollt, wenn ihr das Auto noch länger fahren wollt, dann macht es echt Sinn. Weil ihr guckt ja da so Vitamine und sagt, so ich nehme das. Und so ist es mit einem Auto auch fair. Also, das hat mich frei, wenn wir uns in Sachen Motor Vital da haben, seht, leset, hört. Huh.